Hallo und herzlich willkommen zu SIPTV. Ich bin der Toni. Wir sind hier auf der Custom Show 2012. Wieder total viele neue Innovationen. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. So Leute, ich stehe hier vor der neuen Kiste vom Scooter Center. Basis ist eine Primavera von 1980, komplett umgebautes Ding mit Streben, Lenkungsdämpfer, Wahnsinnslackierung vom Pfeil natürlich. Sehr geil gemacht mit dem Matt Schwarz und ein bisschen Glänze, ein bisschen Metal Flake, ein bisschen Gold, alles dabei, was der Mann braucht. Und sehr geil, CNC-gefräster Motorblock. Aber das Einzige, was mir nicht gefällt dran, ist, dass du einen analogen Tacho hast. Es gibt da so einen Tacho, der ist digital, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich glaube von SIP. Und der fehlt ja. Du hast das Wahnsinns T-Shirt, ja, das ist der Hammer. Total, ne? Ja, ist voll geil. Wo gibt's das? Hamburg. Ja, welcher Laden? Der nennt sich Kunstwerk. Aha, ist cool. Und, aber Sonderanfälle. Schön, danke. Ne? Geil. Schönen Tag euch. Ja. Ne? Hat die SIP? Ja. Mach weiter. Beim Thomas und beim Gernot vor diesem CNC gefrissen Motorblock. Wahnsinn, habe ich noch nie gesehen. Gefällt mir sehr gut. Könnt ihr mir ganz kurz dazu sagen, warum ihr den gebaut habt und was denn kann? Zu Beginn einmal, die Idee des Motorblocks war einfach die, ich komme aus der Branche, habe mit CNC-Bearbeitung zu tun, bin Vespa-Enthusiast seit vielen Jahren und bin nicht unbedingt Freund von Schweißen. Okay? Ich wollte nicht einen originalen Motor bauen, nehmen, schweißen, fräsen und so weiter. Dann hat man wieder mit Rissen zu kämpfen. Dadurch, dass ich die Möglichkeiten hatte, haben wir beschlossen, dass wir uns diesen Motor eigentlich selber bauen. Die Idee war eigentlich so, dass wir sagen, okay, 30 PS, Plug and Play, haltbar. Und ist das auch wirklich so? Es ist haltbar. Was sich jetzt daraus entwickelt hat im Laufe der Zeit mit meinem Freund Thomas. Wir haben dann begonnen zu optimieren. Er hat immer wieder Prüfstandsläufe gemacht. Momentan bewegen wir uns, bei wie viel Leistung? Also die Maximalleistung, was für uns in unserem Bereich bis jetzt möglich war, waren 42 an. Das ist ein Wahnsinn. Okay. Am Hinterrad? Am Hinterrad. Ah, wohlgemerkt. Auf einem G4 gemessen, also dieser Prüfstand, was in der Szene anerkannt ist, 42,8 PS ist eigentlich bald Rekord. Mein Respekt. Danke. Danke an GP1 Uniquarts. Danke. Roller-Business, spricht man bei so einem Roller vom Porno-Style oder Porn-Style, ist so 80er-Jahre-Design und an diesen beiden Rollern ist wirklich alles verbaut worden, an Zubehör, was es in der Zeit gegeben hat und ich persönlich finde es so trashig, dass es einfach besser nicht mehr geht. Sag mir doch mal im einen Satz, was am Rollerfahren geil ist. Ist der Satz schon rum? Es ist ja unglaublich. Es ist in einem Satz ist schwer zu sagen. Also es ist schnell fahren. Okay. Was findest du cool am Rollerfahren? Es sind die Leute, verstehe ich, die Menschen. Die Menschen und die Einstellung. Wie findest du Rollerfahren? Warum findest du gut?
kein normaler Mensch machen würde, glaube ich. Kein normaler Mensch setzt sich auf eine Vespa. Macht überhaupt keinen Sinn. Das ist mal wahr. Unsicher, bremst nicht. Dankeschön. Lieber Mike, erzähl mir doch mal, wie es mit der ESC so weitergehen wird. ESC, das wird dieses Jahr der totale Knaller. Wir haben wieder 5 grandiose Rennen. Startet mit Run Race Liedersheim. 10-jähriges Jubiläum. Ein Muss für jeden ESC-Fahrer. Und dann haben wir noch 4 weitere Rennen. Alex, ESC. Und die Gewinner bekommen auch ein chinesisches Messerset. Es ist wirklich wahr. Nee, Mike, dann lohnt sich's endlich mitzufahren. Mit dem Sieg bekommst du das chinesische Messerset. Dass ich nie nachschärfen muss. Ganz genau. Und kriege dann noch 2 extra Messer dazu. Ja, Mike, das ist genau der Clou dabei. Deshalb sollst du dieses ganze Paket ja kaufen. Das kann ich jetzt bestellen unter 0800 222 Mike. Mike. Brandneu, revolutionär, zukunftsweisend. Von den Machern des erfolgreichen Profi Edelstahl Gemüsehobels. Wir sind von SIP TV bei SIP Scooter Shop und das ist der Fischi. Hast du schon ein bisschen was verkauft? Die Leute ein bisschen informiert, so was ja, für Neues? Also verkaufen tun wir ja hier nichts. Wir präsentieren nur unsere neuen Teile. Ganz, ganz scharf sind die Leute hier auf unseren SIP Tacho. Magst du uns mal zeigen? Das ist ja geil. Alles da. Für Lambretta heißt begehrt. Habe ich heute, glaube ich, schon 100 Nachfragen gehabt. Ich sage, in 3-4 Monaten seid ihr alle zufrieden. Und dann geht's ab. So, hier stehe ich beim Vater der Veranstaltung. Große Ehre für mich, der Stoffi. Stoffi, wie lange gibt es die Veranstaltung schon? Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Naja, die Veranstaltung gibt es seit 1991, also 21 Jahre. Wir haben es nicht jedes Jahr gemacht. Das ist mittlerweile die 13. Custom Show. Wie man sieht, nach wie vor ein Highlight bei uns. Was erhoffst du dir dieses Jahr von der Custom Show? Wo soll es hingehen? Was sind so deine Pläne oder Wünsche? Naja, Wünsche einmal, dass alle Leute eine gute Zeit haben. Was man schon sieht, es gibt wieder einen neuen Custom Trend. Ein bisschen weg von den Oldies, wieder zu dem Customizing. Was halt eigentlich die Custom Show ausmacht, ist eine ganz tolle Sache. Es sind sehr viele neue Sachen da. Alte Sachen, ja, ist eine gute Mischung und das macht's aus. Schön. Und sag mal, was gibt es heute Abend noch für ein Programm irgendwie, wenn die Kasse schon vorbei ist? Was haben wir noch zu erwarten? Naja, das eine oder andere Bier. Das gibt dann noch eine nette Abendveranstaltung in der Disco Warm, legendärer Nighter. Wir haben super DJs, da wird die Bude ziemlich rocken. Also das wird ziemlich geil. Ich freue mich drauf. Und eine Preisverleihung gibt es, glaube ich, auch jetzt dann bald, oder? Ja, jetzt machen dann der Pfeile und die machen die Preisverleihung. Es gibt ja so viele Sachen zum Prämieren, also es kann leider nicht jeder mit einem Preis heimgehen, der den verdient. Aber ich sage, es wird keiner mit Tränen nach Hause gehen. Okay, Stoffi, danke dir. Das war es auch von uns, von der Custom Show 2012 in Ried. Danke an Stoffi, danke an Feili, an alle, die mitgemacht haben. Uns hat es sehr gut gefallen. Wir kommen das nächste Mal auch wieder her. Wir gehen jetzt zum All-Nighter in Worm und feiern richtig schön. Bis zum nächsten Mal.